Hallo Kinder! Eltern, ich meine Eltern. Das muss ich noch üben. Mein Name ist Dr. Alvis und ich erkläre normalerweise auf meinem Kanal so Sachen wie, wie man mit Furzgeräuschen den richtigen Beruf für sich findet, aber heute geht es hier auf dem Survival Guide for Parents darum, wie Schüler sich für die Schule motivieren können. Nun, wir Erwachsenen haben normalerweise natürlich überhaupt gar keine Probleme mit Motivation. Und jeder, der einmal miterleben konnte, wie Hunderte von Berufstätigen an einem Montagmorgen mit strahlenden Augen und voller Vorfreude auf ihrer Arbeitswoche mit der Bahn in die Stadt fahren, wird das bestätigen können. Aber Kinder und Jugendliche, die ja nur 12 Jahre lang in der Schule so lächerlichen Pipifax wie Integralrechnung und Stochastik lernen müssen, fällt es oft schwer, die nötige Motivation dafür zu finden. Im Grunde genommen könnte einem das ja als Elternteil egal sein, aber irgendwie sind es ja doch die eigenen Kinder und deshalb versuchen viele Eltern, ihre Kinder zum Lernen für die Schule zu bewegen. Aber wie? Nun, der erste Gedanke ist bei vielen meist so etwas wie: Ich sperre dich jetzt so lange in dein Zimmer ein, bis du die Integralrechnung beherrschst und die Stochastik. Stochastik. Ja, die auch. Dagegen ist im Grunde genommen erstmal nicht viel einzuwenden, aber die Methode hat leider den großen Nachteil, dass sie für die Lernmotivation eurer Kinder überhaupt nichts bringt. Auch andere Formen der sogenannten äußeren Motivation bringen leider nur wenig. Klassiker wie: Du brauchst gute Noten, damit du einen guten Abschluss hast und später einen guten Beruf ausüben kannst, bringen deshalb nicht viel, weil der in Aussicht gestellte gute Beruf als Belohnung für das Lernen viel zu weit weg und zu abstrakt ist. Auch die euren Kindern angeborene Intelligenz übrigens hilft beim Lernen nicht viel. Mein Sohn hat meine Intelligenz geerbt. Der packt das schon. Wie neuere Studien zeigen, haben es intelligente Kinder zwar anfangs beim Lernen etwas einfacher, langfristig entscheidet über den Lernerfolg aber nur die Motivation. Und zwar die sogenannte innere Motivation. Die entsteht, wenn sich ein Schüler für den Lernstoff wirklich interessiert. Das klingt vielleicht erst einmal abwegig, aber prinzipiell haben alle Kinder eine natürliche Neugier. Am ehesten entwickeln Kinder ein eigenes Interesse, wenn sie die Möglichkeit haben, sich auch ein bisschen alleine mit dem Thema zu beschäftigen. Oh, meine Kinder alleine lassen, das gar nicht gut. Okay, du setzt dich jetzt hier hin und fängst an, dich für Integralrechnung zu interessieren. Und auch für diese Stochersache natürlich. Und ich schaue mir in der Zeit ein Fußballspiel an. Eltern sein kann so einfach sein. Aber man sollte als Eltern natürlich günstige Rahmenbedingungen schaffen. Wenn beispielsweise schon im Elternhaus Mathematik als unnützer Quatsch verschrien ist, wird das Kind kaum ein Interesse dafür entwickeln. Eine innere Motivation zum Lernen entsteht aber vor allem auch dann, wenn man mit dem Lernen positive Gefühle verbindet. Und hier sind nun tatsächlich die Eltern gefragt. Ach, ich wusste, es wird wieder nichts aus dem Fußballspiel. Sohn, wir machen jetzt Hausaufgaben. Ein oft unterschätztes Mittel zur Motivation ist nämlich das gute alte Lob. Was? Ja, loben. Auch wenn es einem lächerlich erscheint, es funktioniert immer. Besonders gut funktioniert es, wenn die Kinder noch kleiner sind und viel Bestätigung brauchen. In den ersten Jahren der Grundschule machen die Kinder die Hausaufgaben noch hauptsächlich, um die Lehrer oder Eltern zu beeindrucken. Wer hier geschickt lobt, kann wahre Wunder bewirken. Denn die Kinder fangen an, das positive Gefühl des Gelobtwerdens mit der Tätigkeit des Lernens im Gehirn zu verknüpfen. Am besten man lobt gezielt, also nur dann, wenn das Kind wirklich etwas gut gemacht hat und dann aber auch gleich im Anschluss. Richtig, 3x3 ist 9. Das hast du wirklich gut gemacht. Das Tolle daran ist, wenn man das eine Weile macht, wird die Verknüpfung Lernen gleich gutes Gefühl zu einer Art dauerhaftem Muster im Gehirn und funktioniert auch dann noch, wenn das Kind beispielsweise in der Pubertät nicht mehr so viel Wert auf das Lob der Eltern legt. Oh ja, und dann kann ich endlich in Ruhe Fußball gucken. Ja, das stimmt. Wenn deine Kinder in der Pubertät sind, wirst du viel mehr Zeit für dich haben. Idiot. Zum Schluss kann man auch darauf achten, dass den Kindern das Lernen nicht zur Hölle wird. Die Fachleute empfehlen einen wohldosierten Wechsel von Anspannen und Entspannen. Zum Beispiel 3 Stunden Lernen, 3 Stunden Computerspielen. 3 Stunden. 3. Im Grunde müsst ihr also einfach nur die natürliche Neugier der Kinder nutzen, um sie für den Schulstoff zu interessieren, ihre Lernfortschritte belohnen, damit sie gerne lernen und am besten vorher nochmal nachschauen, wie Stochastik ausgesprochen wird. In der Theorie ganz einfach, in der Praxis... Naja, ihr schafft das schon. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos auf diesem Kanal sehen wollt, dann könnt ihr einfach hier klicken oder hier, da kommt ihr zu meiner Kollegin Christine. Wenn ihr mal Videos auf meinem Kanal schauen wollt, dann könnt ihr auch hier klicken. Und wenn ihr eine Frage habt, die Dr. Allwissend im nächsten Video beantworten soll, dann könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Tschüss und bis bald.